Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elex. So. Puh, Sachen gibt's. Wir müssen weiter. Im letzten Part haben wir diesen Typen davon besiegt. Es lädt gerade wieder ein bisschen. Ich muss gerade kurz das Spiel ausschalten. Ich hatte Angst, dass da irgendwas mit der Aufnahme nicht stimmen tut. Aber ist in Wirklichkeit alles in Ordnung. So, nach Ignaton war da irgendwas, ne? Questeline. Gefährtchen, böses Mädchen. Ne? Da war ja was. Da müssen wir hier hin, genau. Zur Kathedrale. Dann bohren wir uns mal. Und dann müssen wir das Ganze hier mal abgeben. So. So. Jetzt lädt natürlich alles wieder, das gesamte Spiel. Tut mir sehr leid dafür, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Dass hier auch weiterhin alles am Schnürchen läuft. So. Servus, die Herren. So. Dann schauen wir mal. Das müsste hier oben drum, glaube ich, sein, ne? Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich vergesse das immer. Keine Ahnung, warum. Ich kann das halt. So. 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 Und so. Ja, passt schon. So. Na? Du zuerst? Alles okay? Alles okay? Ja, ja. Passt. So, Ulbricht. Nesti, die Schwester des Dukes von Tavar, wird deine Armee führen. Nesti, die Schwester des Dukes von Tavar, wird deine Armee anführen. Du meinst... Ja, sie ist da rein und hat die Outlaws schon oft in so manche Schlacht geführt. Hm. Tja, wie ich es erwartet hatte. Eine schwere Prüfung für uns alle. Boah, dieses Subjekt ist also unsere einzige Hoffnung. Ich reiß ihm gleich die... Entspann dich. Also gut, dann sind wir gerüstet. Sobald wir die Maschinen soweit vorbereitet haben, werden wir in die Schlacht ziehen. Nasty, du bleibst gleich hier. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Und dich erwarte ich auf dem Schlachtfeld vor den Mauern des Horts. Jetzt schon? Ich glaube jetzt schon. Ist das so gesund jetzt? Ich habe keine Ahnung. Bam, dam, tararam. So, nun ist es also soweit. Jawohl. Nun wird sich zeigen, wie gut unsere Vorbereitungen wirklich waren. Reinholds Trupp wird direkt zum Konverter vordringen und die Hauptarmee der Alps frontal angreifen. Schön. Nasty wird ihren Trupp durch die Stellungen der Alps zwischen uns und dem Konverter führen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wo meine Truppe am meisten gebraucht wird. Gehe ich mit Reinhold, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Jedoch hängt dann alles von Nasty ab. Die Alps dürfen den Hort nicht erreichen, sonst haben wir die Schlacht verloren, bevor sie richtig angefangen hat. Was denkst du? Das Risiko, dass der oberste Judikator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. Kältewert entsprechend. Nesti und ich schaffen das allein. Niemand kommt an uns vorbei und wird bis zum Hort vordringen. Da bin ich mir jetzt so sicher. Also bei mir, bei Nesti kein Zweifel, aber bei mir ist das... Effektivität muss unser Handeln bestimmen. Geh mit Reinhold und beschäftige das Hauptheer, bis wir da sind. Ich glaube, das Oberste gefällt mir recht gut. Schauen wir mal. Das Risiko, dass der oberste Judikator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. In Ordnung. Oh, steht neutral zu dir. Geh nun zu deinem Feldherrn. Die Schlacht beginnt, sobald Nasty das Zeichen gibt. Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignaton. Für Kalan! Okay, Nesti scheint uns nicht böse zu sein. Lagebericht!
großen Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Dann bringen wir es hinter uns. Angriff! Okay, ich glaube, den Judikator hätten wir mitnehmen sollen. Da, 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 da. Wäre, glaube ich, wichtiger gewesen. Ich wollte einfach nur nett sein. Das Vieh ist gleich erledigt. So, den ersten haben wir schon mal. Den zweiten haben wir auch gleich. Es wäre gut, ein bisschen Energie zu kriegen. Aufpassen. Den Kampfplatz würde ich jetzt mal ausschalten. Ich glaube, das ist noch smart. Jawohl. Na, würdest du draufkommen? Danke. Passt. Und den letzten haben die gemacht. Wow. Gut. Ich glaube, wir dürfen noch schnell looten. Ich hoffe, das geht. Ulbricht ist tot. Hätte der nicht hinten stehen bleiben sollen? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Hätte er seit da hinten umstehen bleiben sollen? Ich glaube, ich muss das nochmal laden. Kann das sein? Ja, jetzt. Hä? Was war denn das jetzt gerade? Oh, das war zu. Warte, Entschuldigung. Das war jetzt mein Fehler. Ich bin jetzt gerade voll verwirrt. Das war, glaube ich, richtig. Hä? Ich komme jetzt gerade nicht mit. Warum rennt der jetzt mit? Und noch schlimmer, warum verreckt der? Und der soll was Gescheites sein, der Typ. Ich habe überhaupt keine Energie mehr. Ist jetzt einfach schon wieder abnippelt? Ich glaube, jetzt haben wir es richtig oder besser gemacht, sagen wir so. Würdest du es bitte einstecken? Danke. Ich glaube, das war jetzt besser. Ich komme da jetzt gerade nicht zurecht mit. Jetzt kämpft er doch mit. Die wollten doch schützen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber vielleicht ist ja alles okay und... Keine Ahnung. Ja, egal. Wir speichern das jetzt mal. Na, ja, machen wir. Ja, ich glaube, probieren wir einfach. Egal. Irgendwas ist da gerade komisch. Ich verstehe das gerade nicht so recht. Ich sollte mal was trinken. Auf euer Wohl. So. Und ein Mana-Trank gleich drauf, wenn er es nimmt. So, ja. Na dann, da geht nix. Wie geht's dir, Gnädigste? War das schon alles? Ich hoffe, Sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Ich glaube, das war's. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Weiter vorrücken! War das jetzt so schlau? Ich hoffe doch. Naja. So. Also das ist ja echt komisch. Das Scheißvieh sucht Ärger. Ich
habe leider keine Erfahrungspunkte bekommen. Da war jemand schneller beim Umlegen. Aber wenigstens den Loot können wir behalten. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, ich hätte noch eine Begleitung mitnehmen sollen. Ich glaube, ich hätte noch Kaya mitnehmen müssen. Oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Kaya wäre hier definitiv gut gewesen. Zwei Stampfer. Ich versuche gerade hier mein Möglichstes. Na los, haut weg. Jetzt sterben. Jetzt ist Nasty gestorben. Ah, nur bewusstlos. Der Trottel hat überlebt, ne? Ich glaube, da vorne steht er. Süße. Steh auf. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Naja, da bin ich mir gerade nicht so sicher. So, wir müssen saufen, zwar dringendst. Ich hätte vielleicht eine Begleitung mitnehmen sollen. Keine Ahnung. Also, das ist ziemlich Chaos hier. Geh zu deinem Feldherrsoldat. Wir müssen diese Schlacht gewinnen. Ja. Hier ist noch eine Drohne. Die habe ich gar nicht gesehen. Den können wir auch noch looten. Das wäre auch noch zum Looten. Metallschrott. Ich bin gerade ein bisschen... Ja. Verwirrt. Verdammt nochmal, diese Mistkerle. Statusbericht. Mir geht's gut. Das habe ich nicht gefragt. Der Konverter ist nicht mehr weit entfernt. Lass uns angreifen. Okay, eine Etappe noch. Dann trete ich dir in den Arsch. Weiter! Schön! Freut mich. Ah, die lass mal. Wurscht, das habe ich jetzt eh keine Zeit. Was zum Teufel? Dann nur die paar Leute hier. Wo sind die ganzen anderen Kleriker? Nur die paar Maschinen? Ich meine, das ist echt ein bisschen arm, was wir da veranstalten. Das ist eigentlich ein Selbstmordkommando, ne? Und das hier dürfte der Konverter sein, wo wir vorhin den Schlüssel brauchten, ne? Dann war das tatsächlich richtig, dass wir hierfür eine Quest brauchen, ne? Ja, ja, das stimmt schon. Das war schon der. Na, schön. Großartig. Das erklärt doch, warum hier keiner war. Hervorragend. Und ich, Idiotin, nehme keinen Begleiter mit, ne? Das ist ja die Frage, ob das jetzt noch... Nee, das zählt nicht mehr als Gefährte, ne? Als Gefährtenquest. Oh, um Gottes Willen. Das Scheißvieh sucht Ärger. Der ist schon mal fertig. Oh mein Gott. Er entkommt mir nicht. Oh mein Gott. Der ist erledigt. Der ist erledigt. Wow, wow. Der ist auch erledigt. Gott, da liegt es gerade. Was haben wir so erledigt? Würdest du bitte umdrehen und den zusammenschlagen? Oder auch nicht? Was das jetzt? Gehen Sie nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Jawohl. Jetzt bin ich verreckt. Ah, gekum, das war jetzt gemein. So, nochmal. Das war jetzt gemein. Also, echt. Da war noch einer. Ich dachte, die hätten schon alle umgebracht. Die können halt auch nichts. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie weit ist hier der Flugpunkt, also der Dingspunkt entfernt.
Konverter hier, ne? Boah, da müssen wir weit laufen. Na, bringt, glaube ich, nichts. Ach Gottchen. Probieren wir es halt zu Ende zu bringen, ne? Du Heiliges. Verdammt nochmal. Ja, ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Gehen wir es an. Ja. Du liebes Bisschen, wirklich. So. Schön. Das war nicht geplant. Unfassbar. Nee, alleine hätte man da keine Chance, glaube ich. Ich sammle gleich mal ein bisschen was zum Heilen ein. Eigentlich sollte ich noch was essen. Warte jetzt kurz. Ja, ein Bier und ein Trockenfleisch. So. Und nichts wie hinterher. Hurtigen Schrittes. So. Und normal laufen. Gleich mal die Waffe zücken. Und hoffen wir das Beste. Puh. Das Vieh ist gleich erledigt. Zack, zack, zack. Der ist erledigt. Das ist super. Das war richtig super. Der da ist irgendwie okay. Der ist erledigt. Da. Da ist die Dummel. Alter Schwede. Ich wollte eigentlich mal was taufen, aber das wird nichts mehr heute, glaube ich. Gleich alle Beine weg. Sauf, um Himmels Willen. So. Da drüben sollte noch irgendwo eine Kampfmaschine. Der Kleriker, okay. Okay, von den Klerikern ist leider auch wer gestorben hier. Schade. Aber trotzdem sollte jetzt dafür Ruhe sein. Ulbricht ist gestorben. Mann, ey, dieser Typ. Was? Hä? Aber der steht doch da. Reinhold. Oh. Hoppala. Nochmal. Mann, ist das nervig. Jetzt muss nämlich auf den Deppen auch noch aufpassen, ne? Oh Gott. Ja, ich setze mich mal anders hin. So. Ja. Okay. Nochmal. Weil es so lustig war. Ja. Wir essen und trinken. So. Das ist echt nervig. Okay. Verdammt nochmal. Ja, verdammt nochmal. Das geht mir auch auf den Keks. Was soll ich denn machen, meine Hübsche? Irgendwie ist das ein Arschloch, dieser Ulbricht-Typi. Und verreckt die ganze Zeit. So. Na dann. Versuchen wir mal unser Glück. More Drama, Baby. Ich glaube, ich werde nochmal speiern, bevor wir das Tor passieren. Einfach um Zeit zu sparen, weil ich werde noch ein paar Mal verreckt und fürchtig. Oder laden müssen, weil Ulbricht stirbt. Und den sollte man wahrscheinlich nicht sterben lassen. Zwecks Quest und so weiter, ne? Ihr wisst ja. Ist halt schon hart, dass der verrecken kann, ehrlich gesagt. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So, ja. Tap, tap, tap. Na, prächtig. Wirklich prächtig. So. Dann zücken wir mal die Waffe. Laufen ein Stückchen vor. Und speichern ganz schnell. So. So. Na dann. Gutes Gelingen. Dab, 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 dab. So, jetzt sind irgendwie alle aktiv. Diesmal hat es nichts gebracht. Schön. Diesmal konnten wir nicht besiegen. Vorher halt, ne? Bitte! Du mieser Kampfkoloss.
Fast zerstört. Den wollte ich nicht. Hallo? Wieso den? Naja, geht halt anders, oder was? Jetzt werde ich umgebracht. Warum? Ich konnte den gerade angreifen, aber warum? Ich verstehe das nicht. Das ist doch ein Verbündeter. Also, entweder ist das Ganze nicht ganz sauber programmiert, oder das liegt daran, dass wir keine Verbündeten von dem sind. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade keinen Schimmer. So, Nummer 1. Will, dass du den zum Beispiel, genau. Den zum Beispiel, ja. Nein, den will ich nicht, dass du tötest. Oh! Ich will, dass du die Kampfmaschine tötest. Bist du deppert. Mach endlich! Ist der Trottel jetzt schon wieder gestorben? Wahrscheinlich, ne? Ich sehe ihn nicht, aber verreckt es. Reinhold lebt. Der andere ist hin verreckt, ne? Der hält nichts aus, oder? Muss der sterben? Nee, oder? Ich sollte schon schauen, dass der am Leben bleibt, oder? Boah, ey, ist das mühselig. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, ehrlich, dass das so mühselig wird. Ja, ja, ist schon recht. So, das erste Viech hätten wir mal. Meine Güte. Meine Güte. Oh je. Das war auch ein Fail von mir. Der ist erledigt. Oh je. Wo ist denn... Hä? Haben wir das jetzt mal geschafft, oder was? Alpsoldat tot. Eins. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wow. Es leben beide. Wahnsinn, es muss sofort gespeichert. Und unsere Süße auch, ja. Oh Gottes Willen. Gut, dann wird das mal gespeichert. Es liest zwar nicht perfekt, aber naja. Muss man zufrieden sein. So. Muss man zufrieden sein. So ist gut. Also. Na? Geh zu deinem. Ja, bei dir? Geh. Nein! Du? Nicht jetzt. Ja, nicht jetzt. Okay, na? War's das jetzt? Ja. Gehen Sie nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Oh, na gut. Ich habe alle Tränke verpulvert, so wie es gehört. Ich glaube, ich hätte noch einen guten... Heiltrank, genau. Das ist meine Reserve wieder mal. Wir futtern aber was. Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, das reicht. Ach du Heilige. So, wir können plündern. Wir plündern hier mal schön. So. Na? Haben wir den schon? Schaut aus. Dann können wir den noch. Und den noch. Und den auch. Und ja, K-Card. Da haben wir sie. Den Schlüssel für den Konverter. Na schön. So. Und so. Und da ist auch noch einer. Und... Du bist, glaube ich, auch noch. Passt.
Den haben wir schon. Gut. Nein, den haben wir nicht. So. Dich haben wir auch noch nicht. So. Ah, noch einer. So. Den Rest müssen wir fast gelootet haben. Da ist noch einer. Alter. Fertig jetzt mal. Ich glaube. So. Dann heißt es auf nach oben da, ne? Ich würde mal sagen, speichern. Und der Part wäre auch schon wieder zu Ende. Bist du narrisch, die Zeit vergeht. Na gut, dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Das war wieder ein furchtbarer Part. Ach, du liebe Zeit. Und werden im nächsten Part schauen, dass wir da rein können. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.